Hallo liebe Freunde der mexikanischen Sonne und des Supermarkt-Samstags. Heute legen wir uns mit den Desperados an. Wie dieses Getränk schmeckt und wie es mir bekommt, das klären wir, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid bester Gesundheit für das heutige Bier. Ich nehme euch damit unter die mexikanische Sonne, also quasi nach Südamerika. Wenn ihr Lust habt auf Bierausflüge auf die ganze Welt, dann hier unten dieses rote Symbol, da mal so gerade kurz klicken und den Kanal abonnieren. Ich sage danke dafür und freue mich über jeden Support von euch. Ja, und jetzt kommt gleich die vielleicht etwas ernüchternde Nachricht. Wir gehen ja mit den Desperados so gefühlt unter die mexikanische Sonne. Ist natürlich völliger Blödsinn. Das Bier wurde ursprünglich in Frankreich bis 2009 von der Brasserie Fischer gebraut. 2010 dann von Heineken die Vermarktungsrechte übernommen. Mittlerweile wird es in Satogen-Bosch gebraut, in Deutschland noch in Schildigheim und für Österreich in Wieselburg. Heineken hat da ganz fett den Daumen drauf, hat sich auch, weil es eben überhaupt nicht aus Mexiko kommt, mit Corona 2004 mal einen Rechtsstreit eingefangen. Die haben gesagt, nee, wenn man hier so das Etikett sich anschaut, dann kommt man überhaupt nicht drauf, dass das nicht aus Mexiko kommt. Und es stand zwar hinten drauf, dass es in Frankreich gebraut wird, aber auch nur auf Französisch. Und das ist dann alles geändert worden. Und mittlerweile ist relativ klar, dass dieses Bier eben nicht aus Mexiko kommt. Und der Frieden zwischen den Klarglasflaschenherstellern ist wieder hergestellt. Die nächste schlechte Nachricht ist, es steht ja drauf, hier Tequila und ganz tolles Huhuhu. Ich denke schon, Biermischgetränk, Schmecks. Da ist Tequila-Aroma drin. Und der Grund dafür ist auch ganz einfach oder auch sag mal, der Beweis, wenn hier richtiger Tequila drin wäre, dann wäre das Bier nicht ab 16 Jahren. Kann ich aber ganz normal als Jugendlicher auf meine Party mitnehmen und ist, wie gesagt, nur mit Tequila-Aroma. Vielleicht um die Jugend schon mal für morgen mit Tequila anzufixen. Gute Idee, finde ich. Und hier auf der Bottle Cap ist die Algarve, ist es, glaube ich, ne? Aus der Tequila gemacht wird. Ansonsten ist da relativ viel Zucker drin. Es ist Glukosesirup, Zucker, Hopfenextrakt. Wäre auch schlimm, wenn da noch Hopfen drin wäre. Zitronensäure, wie gesagt, die Tequila-Aromen und halt Gerstenmalz. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Ich habe in meinem ganzen Leben noch kein einziges Desperado getrunken. Das ist jetzt tatsächlich eine Überraschung für mich. Weiß nicht, ob das so richtig gut geht. 5,9 Volumenprozent Alkohol. Ist auch die einzige Angabe, die in irgendeiner Form Erwähnung findet. Alles andere. Und es ist hier eine Strukturflasche. Also steht nochmal Desperados drin. Es soll natürlich auch so ein bisschen, das ist raue, wilde Image, das Desperados, da gibt es dann irgendwelche Partys auch in Clubs. Soll das ein bisschen vermitteln, also gut, ich brauche das nicht, aber ja, wenn man das so sieht, es ist ein ein bisschen blassere, goldene Farbe. Es sind 1,5 Finger breit eines, sogar ganz leidlich im Glas haftenden Schaums, bisschen Kohlensäure innen drin. Freunde, das riecht relativ unnatürlich nach Zitrone und ein bisschen nach Tequila. Vielleicht auch ein bisschen helles Malz drin. Aber diese Zitrone ist leider extrem künstlich. Naja gut, in diesem Sinne. Cheers. Also, ich habe eine gute Freundin, die steht da fürchterlich drauf auf das Zeug, fährt sogar ab und zu nach Frankreich, um sich es da zu kaufen, weil es da kein Dosenpfand gibt. Es ist in erster Linie mal sehr, sehr süß. Es hat Tequila, Limette, Tequila, aber halt auch wieder über das Aroma, Limette, auch so hart an der Künstlichkeitsgrenze und dann eben diese ja doch relativ künstliche Süße.
ein ganz klein bisschen helles Malz. Hat so einen kräutrigen Unterton, den ich aber nicht mal Richtung Hopfen verorten würde. Irgendwas, was so ganz entfernt an Bittere erinnern könnte. Also es ist vom Geschmack her in erster Linie mal Zitrus, dieses Tequila-Aroma und süß. Das ist so für mich so ein bisschen jetzt auf den ersten Blick, und vielleicht kann ich das nachher im Fazit auch sagen, es ist so der Alkopop unter den Bieren, weil mit 5,9 Volumenprozent ist ja gar nicht wenig. Man würde dann ja fast meinen, da ist ein bisschen Tequila tatsächlich drin, aber kommt über das Bier. Es ist so schlanker bis mittlerer Körper, relativ spritzige Kohlensäure, aber aufgrund der Süße, ich finde das nicht mal erfrischend. Das ist mir einfach, ich würde sagen, es hat so von der Süße her was so wie so eine klassische Fanta. Fanta, Zitrone, Sprite, sowas in der Richtung. So von der Süße her ist es so wie so eine ganz alte Fanta. Und hinten im Nachtrunk, es kommt vielleicht ein bisschen mehr dieses Tequila-Aroma durch. Zitrus und süß, süß, süß. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist hat für mich relativ wenig mit Bier zu tun. Ich habe ja ab und zu mal Biermischgetränke am Kanal. Aber da muss ich sagen, da sind dann lustigerweise die Prozentsätze Bier viel niedriger. Das ist ja ein Bier, wo Tequila-Aroma drin ist, also es ist ja eigentlich gar nicht, dass da das Bier verdünnt worden wäre oder stark gemischt worden wäre, aber es schmeckt so wenig nach Bier und es ist einfach ja für mich so eine Bier-Tequila-Limo und wie gesagt, Tequila dann auch nur übers Aroma. Hinten raus bleibt auch überhaupt nicht lange hängen, völlig unspektakulär. Geht sicher natürlich wie die Hölle. Im Club ist genauso stylisch wie ein Corona oder Sol oder wie die ganzen anderen Biere heißen. Ich glaube, das spielt damit denn einfach in einer Liga. Ist, glaube ich, ein bisschen alkoholhaltiger als die eben erwähnten. Und natürlich eben über den Tequila-Schmäh dann vielleicht auch ein bisschen rougher. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für das Desperados aus dem Hause Heineken, in dem Fall in Wieselburg gebraut von ProbierTV, gibt es dafür einen von 5 möglichen Punkten für das Desperados aus dem Hause Heineken. Und für mich ist das echt was, auf das ich gerne verzichtet hätte. Aber für euch tue ich es am Supermarkt Samstag und ihr könnt euch eure eigenen Gedanken machen. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Ich verreite mich jetzt schon mit meiner Zunge, aber die klebt wahrscheinlich jetzt schon am Gaumen oben fest und deshalb fällt das Sprechen schwer. Ich werde das auch, glaube ich, nicht austrinken, sondern verabschiede mich jetzt von euch. Macht mir einen schönen Samstag. Hoffe, ihr macht euch das auch. Und wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Bier. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.